Richtig in Fahrt kommen wir jetzt mit unserem Grid Girl aus Leidenschaft. Oh ja. Ja, sexy an Rennautos posieren, das ist für Sarah Hikes eine Art Hobby. Dass die sogenannten Boxenluder in der Formel 1 längst abgeschafft sind, ist ihr egal. Sarah präsentiert sich trotzdem gerne als scharfes Geschoss in der Boxengasse. Und die Sexismusdebatte geht ihr am Knackarsch vorbei. Ach, das hast du schön gesagt. Gröhlende Motoren, Benzin und schnelle Autos. Für viele Männer ist das ein echter Traum. Und mittendrin Sarah Hikes, Grid Girl, abfällig oft auch Boxenluder genannt. Da ich halt Grid Girl aus Leidenschaft bin, schmeiße ich mich immer wieder in Schale und in diesem sexy Outfit. Und welche Frau fühlt sich denn nicht gut, ne, wenn man positive Feedbacks bekommt von anderen? Egal ob Mann oder Frau. Als Grid Girl ist es Sarahs Aufgabe, ihr Rennsportteam zu repräsentieren und das in einem ziemlich engen Outfit auf 12 cm absetzen. Und das scheint für ordentlich Aufmerksamkeit zu sorgen. Für einige aber viel zu sexy. In der Formel 1 hat man die Grid Girls schon abgeschafft, sie seien nicht mehr zeitgemäß. Doch für Sarah, die auch Mutter ist, bedeutet der Job als Grid Girl viel mehr als nur Posen. Man wird angeschaut. Für eine Frau ist das ja schön. Das ist nochmal eine Bestätigung als Frau. Die Liebe zum Motorsport geht bei Sarah sogar unter die Haut. Der Kurs des Nürburgrings ist für immer in ihrem Nacken verewigt. Für ihr Rennsportteam Sorg ist Sarah aber mehr als nur ein hübscher Blickfang. Die 29-Jährige sorgt hier auch für die nötige Motivation. Also kriegen wir auf jeden Fall hin heute, oder? Ja, natürlich. Wir geben alles. Wie immer, ne? Einer für alle für einen, oder? Super. Daniel Sorg ist Teamchef. Die Diskussion um die Grid Girls kann er nicht verstehen. Es hat schon immer hübsche Mädels im Motorsport gegeben. Natürlich als schmückendes Beiwerk. Auch als Litfaßsäule für Sponsoren. Wenn man bei großen Veranstaltungen sieht, wie viele Menschen auf Grid Girls ansprechen, und das sind nicht nur Männer, dann berechtigt es auch den Einsatz von Grid Girls. Auch Sarahs normaler Job hat mit Autos zu tun. Als Bürokauffrau arbeitet sie in einer Werkstatt für Oldtimer. Hier trägt sie Blazer statt sexy Overall und ihr Aussehen steht nicht im Mittelpunkt. An der Rennstrecke ist das oft anders. Kammspruch, geiler Arsch, kann man ja mal fotografieren. Und da muss man schon ein bisschen abgehärtet sein und drüber hinweghören und hinausschauen und sagen, ja, mein Gott, ich weiß ja, worauf ich mich einlasse. Ich bin eine hübsche Frau, ich habe reizvolle Klamotten an, muss ich also mitrechnen. Mit den Klischees und Sprüchen kann Sarah umgehen. Auch damit, dass sie häufig noch als Boxenluder bezeichnet wird. Genau deswegen finden viele Frauen den Einsatz von Grid Girls zu sexistisch. Doch finden das auch weibliche Motorsportfans? Ich finde es nicht schlimm. Ich finde, das war jahrelang so. Und warum sollte das auf einmal abgeschafft werden? Boxenluder gehören einfach zu einem Autorennen dazu. Viele finden das sexistisch. Also ich finde es jetzt nicht so, muss ich ehrlich sagen. Wenn man es gezielt, also anständig auch einsetzt und nicht irgendwie sich dann daraus irgendwie einen anderen Profit irgendwie ermöglicht, dann ist es vollkommen in Ordnung. Wenn Sarah ihr Grid Girl Outfit trägt, weiß sie, dass das kommentiert wird. Für sie zählt aber nur eins. Ich fühle mich einfach prächtig. Es ist ja meine Leidenschaft. Ne? Es ist mehr als nur ein Job. Dass andere Menschen über sie reden, ist Sarah egal, denn sie macht das Ganze, weil es ihr Spaß macht.